So, dann wollen wir uns mal da reinschleichen, wa? Ja. Uhaha! Warte mal, kann man den erwischen, ohne dass der... Ah, ich habe keine Kunai. Das ist natürlich ganz schlecht. Ich glaube, ich habe auch keine. Nein, ich habe auch keine mehr. Das ist ganz blöd. Ich versuche, den da unten wegzumachen. Welchen? Den hier direkt unter uns. Okay, ich versuche mal der da hinten lang läuft. Doch, das geht doch schief. Der Bogenschütze sieht mich doch. Kann ich den ranklingeln alleine? Ja. Nein, ich wollte X drücken, nicht Y. Ich habe meine Fähigkeit aus Versehen eingesetzt. Oh. Pass auf, da kommt jetzt einer in deine Richtung. Hm, gleich ist weg. Ja komm, putt. Okay, hinter der Wassermühle ist eine letzte Rettung. Aber man sollte es vielleicht nicht machen. Oh, oh. Der hat dich gesehen, ich glaube, der Bogenschütze, oder? Ja, wenn ich nicht langsam hier wegkomme. Ich bin immer noch am Schatten auffressen. So, Leiche auffressen. Puh. Ja, der Bogenschütze ist gerade auf dich aufmerksam. Ja, soll er. Wo bist du gerade? In so einem komischen kleinen Kapuff. Und mein Umhang spielt total verrückt. Ich sehe meine Schattenessenz nicht mehr. Oh nein, ich habe zwei angelockt. Nee, der eine ist der Bogenschütze. Ach so, okay. Oh. Ja, der Bogenschütze. Oh, shit. Und hier ist nichts so weit. Oh nein, hör auf, hör auf. Hör auf. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab nichts gedrückt. Oh nein. Ah, scheiße. Tut mir leid. Ja, alles gut. Mal umgekehrt rollen. Wo schießt der drauf? Auf die Leiche? Auf meine Leiche, ja. Hat davon bei dir auch gemacht. Okay. Oh, da oben sind welche. Na, das wird ein Spaß. Was du als Spaß bezeichnest. Lass die Brücke herab, ja. Na komm. Ja, pass aber auf, wie du selber gesagt hast, oben sind halt auch zwei. Ja, die dürften mich nicht sehen. Dürften. Ja, dürften. Dürften! Was war das für ein Geräusch? Hä? Ach, du Ahns. Hä? Aua! Was war das? Ich glaube, die Spikes. Weil du so ganz nah an die Spikes ran bist? Komm ich nicht rauf? Achtung! Ich wollte gerade sagen, pass bitte auf! Na komm, fress die Leiche, los, pass schneller! Pass auf! Ja, da kommt einer! Ja, so. Und unter dir ist halt auch direkt einer gewesen, der halt auch auf dich zugekommen ist. Mhm. Und. Ich lebe gerne riskant. Ja, ich weiß. Pass auf, dass noch ein Bogenschütze. Der eine Bogenschütze bewegt sich aber gar nicht, oder? Nur welcher? Der blaue. Ja. Der grüne bewegt sich nicht. Den kann ich jetzt irgendwie wegmachen. Aber der blaue bewegt sich. Der grüne, der bleibt die ganze Zeit irgendwie stehen. Schattentötung. Ja. Schön. Weil zumindest wieder cooler Aufladung. Oder? Nee, dafür müsste man das auch anwählen. Ja. So, was mache ich jetzt mit der da hinten? Wo läuft der hin? Bleibt der da stehen? Nee. Der hinten läuft wieder seine Runden. Unten sind halt auch noch 1, 2, 3. Komm schon, die ich gerade sehe. Oben ist halt noch der andere.
Warte mal, ich mach. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich das. Ich weiß nicht, ob im Haus einer ist, aber auf jeden Fall unten. Ja, genau, 3 Stück sind unten. Vor dem Tor im Haus ist der gerade und unten. Na, wo läufst du jetzt und hin? Halt der oben. Der läuft halt ein Stück bis dahin und dann läuft er wieder zurück. Na komm. Jetzt dreht er sich um. Rein theoretisch könntest du zu ihm rennen. Nicht runterfallen. Boah. Okay. Das dauert der andere. Ja, im Haus ist noch einer und hier. Genau, und hinten am Tor ist noch einer. Es sind 3 Stück. Im Gebäude, da kommt der gerade raus. Die Markierung sehe ich ja Gott sei Dank noch. Gott sei Dank. Bewegt er sich nicht? Scheinbar nicht. Der andere geht wieder ins Haus. Der bewegt sich kein Stückchen. Und pass auf dem im Haus auf. Da kommt er gerade. Naja. Ist das eine Leiche? Ey, da ist eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe am Anfang des Spiels 2 Stück liegen lassen. 2. Ja, irgendwo habe ich auch 2 verpasst. Wegen Tod und so. Ja, deswegen, alle Fähigkeiten können wir leider nicht freischalten, weil 2 wahrscheinlich fehlen werden. Ja. Es wird wahrscheinlich genau aufgehen. Haargenau. Okay, jetzt geht's da lang. Oder? Kriegst du die noch? Da geht's nicht lang. Wir müssen die Brücke runterlassen. Ja, und ich glaube, dann komme ich auch wieder. Ach, da oben. Wo oben? I see. Ah, schon wieder sowas, was ich auch machen musste mit einer Brücke. Die Brücke. Die Brücke. Die kleine Brücke, die. Ich werde zerquetscht, weil die Brücke drauf landet. Sie schließt sehr bündig ab. Oder ich glitsch durch. Ich glaube, das schon eher. Ah, es geht doch weiter. Du kannst die Schriftrollen kriegen. Komm ich wieder? Nein? Komm ich? Nee? Komm ich? Ah, doch. Da bin ich! Sehr schön. Schriftrolle, I come. I'm coming. Siehst du den Turm Aragami? Kurusu meint, der letzte Talisman ist dort in der Spitze. Ach du. Schon der letzte, ist das zu glauben? Nee. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich Schriftrollen jetzt liegen lassen habe. Die anderen sind alle drüben im anderen Gebiet. Ich habe nur die eine anscheinend hier liegen lassen. Ja, genau. Dann hast du noch 2 drüben im anderen Gebiet. Jetzt geht doch da durch. Ah, dann halt so. Mein Gott. So. Oh nein, habe ich nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall die Fähigkeit. Na. Yamiko? Die steht da einfach rum. Ja, sie steht wirklich wortwörtlich einfach so rum, so. Oh, ja. Der letzte Talisman. Sorry. Ja. Lässt schön für sich arbeiten. Bibubab. Ja, Miko, mach doch auch mal was. Na. Sie doch nicht. Na komm. Oh, Bogenschütze. Nicht cool.
Das war jetzt bei dir, oder? Ja. Okay. Bogenschütze. Aber du lebst doch? Ja. Okay. Muss mir keine Sorgen machen. Nein. Ich gehe aber jetzt zum Schreien. Ich hole jetzt meine ganzen Sachen wieder. Ich bin auch weggekommen. Also so ist das nicht. Okay. Ich habe überlebt! Yay! Ich höre ein Knistern. Ich sehe nicht. So, jetzt. Wie komme ich an den ran? Ich frage mich gerade, wie ich an den Bogenschützen rankomme, ohne dass er mich sieht. Oh, es sind sogar zwei. Okay. Der ist auch weg. Das ist schlecht. Was ist schlecht? Der andere Bogenschütze hat mich gesehen. Oh. Er ist auf Alarmbereitschaft. Ja, wenn du da hinten Hilfe brauchst, sag Bescheid. Gerade ist alles gut. Er schießt nur auf mich ein, obwohl er mich nicht sieht. Okay. Mal wieder. Diese Bogenschützen. Hm. Der Part ist relativ einfach. Du hast immer ein Gebüsch und zwei Typen. Und einen Typen kannst du ins Gebüsch ranklingeln. Yeah. Schattentötung. Ja. So. Okay, das wird nicht so einfach. Oh, wow. Bogenschütze. Hm. Meine Schuld. Ja, hinten passiert nichts. Okay. Immerhin habe ich jetzt den Bogenschützen markiert. Ich glaube, das war ich. Nee, das war ich mit dem alarmiert sein und so. Also mit denen, dass sie mich suchen. Weil ich halt vor den Augen des Bogenschützens halt jemanden um die Ecke gebracht habe und so. Du verstehst, was ich sage? Mhm. Du verstehen, was sagen. Genau. Da. Da. Da heißt wirklich auf Russisch ja. Mhm, ich weiß. Da. Also, da. Hi. Nee. Hast du den Bogenschützen getötet? Ja. Schön! Sache. Hey, da an den bin ich auch gerade ran. Ah, oh. Was machst du nur für Sachen? Der hat sich bewegt. Oh, da ist noch einer, den ich noch nicht markiert habe. Mal gucken. Ich bin ja voll konzentriert hier. Und ich sterbe nicht. Das ist erstaunlich. Aber dafür reden wir weniger. Ja, das ist beides zusammen ist echt nicht so einfach. Ich habe schon wieder meine Fähigkeit eingesetzt, obwohl ich das nicht wollte. Oh. Okay, ging gut. Ja, ich habe gerade gesehen. So. Haben wir eine Schriftrolle gehabt? Irgendwo da vorne ist eine Schriftrolle. Ja, irgendwo hier vorne ist eine. Das war's ja auch, oder? Ah, ich sehe sie auch. Die ist hinten beim Wasser. Ah. Ha. Damit habe ich doch schlechte Erfahrungen gemacht. Unterfischen ist das schön. Oh, knapp.
knappe Sache. Infiltriere die Pagode. Warum sie die alle mal alarmierter hätten? Sie haben anscheinend gehört, dass du das putt gemacht hast. Toll, super. Ja, klar. Und ich renne natürlich wieder rein, so dumm wie ich bin. Okay, sie kommen beide. Warte mal. Okay. Oh. Toll! Ich wollte mal eine Falle ausprobieren. Entschuldigung. War ein bisschen zu voreilig. Ja, alles gut, sehr gut. Hat er geklappt. Okay. Ja, gerade so. Da gehen wir nicht rein. Ich sehe schon. Aber ich habe da noch meine Fähigkeit. Ja, du müsstest das noch übrig haben, oder? Ja. Dann mach das mal bitte. Toll. Hat das super funktioniert. Direkt im Gebäude scheint aber nicht so viel, oder noch nicht so viele zu sein. Ich glaube mal eher noch nicht. Da ist eine Schriftrolle auf jeden Fall. Ja, hab sie gerade eingesammelt. Kommen wir nur von vorne rein? Ich glaube, ja. Irgendwie oh my fucking goddess! Was denn? Oh. Ja, okay. Wo kommen die denn auf einmal her? Ja. Sirius! Gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Auf jeden Fall kommen wir hier auf die Pagode drauf. Ja. Ja, drüben ist sogar noch ein Schrein. Ich komme aber trotzdem einmal mit. Oder kommen wir da nicht rauf? Shit. Nee. Nee. Ich sehe keine Chance, wie wir da. Nee, ich denk mal nicht, dass wir. Ich denk mal, wir müssen von innen. Weil da steht, stand ja irgendwie sowas mit unsere und das, was wir als Quest haben. Oh, den anderen habe ich hinten gar nicht gesehen. Pass auf, Bogenschütze. Ach, da. Und oben sind noch mehr. Ja, wird interessant. Habe ich gesagt, noch mehr? Oh. Ja, das Ding ist ein bisschen höher. Na, immerhin sind diese komischen Wände ziemlich hoch. Ja. Ich brauche Schattenenergie. Ich hab welche, brauchst du? Wenn das so einfach ginge. Oh, Vorsicht! Da kommt gerade einer, oder? Mhm. Ach, von außen hätten wir doch irgendwie. Weiß ich nicht, ob wir da raufgekommen wären. Stimmt. Das ist ziemlich weit hoch. Ja. Aber das wäre die Stelle gewesen. Ja. Hier ist nämlich dieser Einsturz. Hinten. Wow, hoho, das war knapp. Von der anderen Seite. Kommen wir da irgendwie rauf? Ja. Oh, da sind lustige Spielkameraden. Schön. Nein. Okay, meiner ist tot. Okay, der hier auch. Mom ist zu früh losgelassen. Du hast nicht zufälligerweise nochmal einmal die Fähigkeit. Welche? Die zum aufdecken? Nee, leider nicht.
Ich wollte noch mal sicher gehen, dass wir vielleicht nicht doch... Aber leider, nein. Leider, leider. Ah, okay. Endlich! Der letzte Talisman. Das waren deine Mitstreiter in der Dakudaga, oder? Und die Lichtgeweihten? Ich habe sie schon mal gesehen. Die meine Eltern ermordet haben. Haben sie auch im Krieg gekämpft? Es musste diese Erinnerung sein. Nein, das war kein Bild aus dem letzten Krieg. Das ist Jahre davor geschehen. Die Dakudaga hatten mich auf eine Mission geschickt, allerdings dieselbe Stadt, aus der diese Männer kamen. Es war die perfekte Gelegenheit, meine Eltern endlich zu rächen. Roshi, Ryota und ich schlugen zu, aber sie hatten es kommen sehen. Unsere Rache wird auch sie treffen. Oh, das wird nicht nötig sein. Sie sind tot. Ich habe sie getötet, sie alle. Ihre ganze Stadt habe ich in Schutt und Asche gelegt. Als sie Orochi und Ryota töteten, erwachte der Zorn. Erwachte eine große Macht in mir. Ich verlor die Besinnung. Aber das ist in Ordnung. Sie hatten den Tod verdient. Meine Familie und meine Freunde waren nicht ihre einzigen Opfer, weißt du? Jahr um Jahr hat sie Menschen auf dem ganzen Kontinent ermordet. Aber von jener Nacht an schwor ich mir, dass die Welt meine Macht kennen sollte. Ich schwor, alle Menschen von dem Angriff der Lichtbruderschaft zu schützen. Endlich würde Frieden einkehren. Dann tauchte wie aus dem Nichts Sikaiho auf. Das Licht wollte ein neues Zeitalter der Unterdrückung erläutern. Beinahe wäre es ihnen gelungen. Du bist nur einen Schritt davon entfernt, zum Retter dieses Landes zu werden, Aragami. Tun wir diesen Schritt. Der General der Kaio konnte sich dir jeden Moment in den Weg stellen. Sei vorsichtig. Ich weiß, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber sei vorsichtig. Keine Sorge, ich schaffe das. Der Zwischenboss war ja schon schrecklich. Ja gut, wir haben uns halt ultra dämlich angestellt, aber ansonsten... Ja, so ein bisschen so... minimal. Ein A-Rang, ach, wie geil! Juhu! Von C auf A! Aber okay, der Abschnitt war irgendwie aber auch gar nicht so schwer. Nee. Das stimmt. Ey, keine Leiche gefunden? Ja, während des Ladebildschirms sage ich mal danke fürs Zuschauen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!